Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Matcha sieben kann, ohne Probleme und größere Rückstände im Sieb selber zu haben. Zunächst einmal die Frage, warum sollte man Matcha überhaupt sieben? Nun, man muss es nicht unbedingt, aber es verringert die Wahrscheinlichkeit, dass man nachher beim Trinken im Matcha selber noch Matcha-Klumpen vorfindet. Das verringert sich durch das Sieben erheblich. Von daher kann ich das ziemlich gut empfehlen, vor allem für Menschen, die noch wenig Erfahrung haben mit Matcha machen. Was gerne als Matcha-Sieb verkauft wird, ist diese Art. Ja, das Problem bei diesem Sieb ist aber, dass die Siebefläche selber an den Rändern auf einer kleinen Fläche aufliegt. Das heißt, hier wird ziemlich viel Matcha zurückbleiben oder hängen bleiben, was man später auch schlecht generell überhaupt noch rausbekommt, also durch Waschen oder so. Geschweige denn, dass das nachher in der Dose landet oder in der Matcha-Schale, um es zuzubereiten. Dieses Sieb kann ich daher überhaupt nicht empfehlen und kommt weg. Was ich benutze, ist dieses Sieb. Dieses ziemlich bauchige Sieb wird eigentlich für eine Kyusu, also für ein kleines Teekännchen, oder wenn es von der Form her passt, auch direkt in die Teetasse gelegt und wird für die Zubereitung von Blättertee verwendet. Zusammen mit einem Löffel ist das für mich bisher die ideale Methode, Matcha zu sieben, ohne dass 2 Kilo Matcha im Sieb selber zurückbleiben. Die Methode habe ich selber in einem japanischen Video über Matcha-Zubereitung gesehen. Kommt man nicht leicht drauf, aber es ist eigentlich simpel und auch relativ genial. Und daher benutze ich das auch gerne jetzt. Gut. Man nimmt einfach daher einfach ein Blatt Papier. Sieb drauf und fängt einfach an, den Matcha von der Firma Malukyo Koyama N aus Uji in der Nähe von Kyoto in das Sieb zu füllen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen umständlich aussieht, das mit dem Löffel rauszuholen, oder nennen wir ihn lieber Chashaku. Auch wenn das kompliziert aussieht, ich kann nicht empfehlen, Matcha umzuschütten, also direkt aus der Tüte raus, weil dadurch wirbelt er nur auf und es kann leicht was passieren. Ich hatte schon öfters den Salat mit verstreuten Matcha und es ist jedes Mal ein grauenvoller Anblick. Daher lieber ein bisschen umständlich machen, schöner. Dann hat man auch nachher ein schöneres Ergebnis. So, für Vorführungszwecke reicht diese Menge erstmal. Jetzt nimmt man einfach den Löffel und fängt an, den Matcha durchzudrücken. Man kann auch gleich schon versuchen, den Matcha auf eine relativ kleine Fläche zu begrenzen, denn überall, wo Matcha aufliegt, kann er natürlich hängen bleiben und es bleiben Rückstände. Und da Matcha in Deutschland ja relativ teuer ist, sollte man so schonend wie möglich damit umgehen und auch relativ wenig verschwenden. Das dauert immer einen kurzen Moment. Gleich schon durch damit.
kann auch ein bisschen rumklopfen, aber vorsichtig sein, damit sich das nicht in alle Winde verstreut. Denn da sollte man Matcha niemals landen. Bin jetzt auch schon so gut wie durch. Man hat jetzt schön feinen Matcha. Und im Sieb selber sind kaum Rückstände zu beobachten. Kann man natürlich noch feiner durchsieben, also damit praktisch gar nichts zurückbleibt. Aber das mache ich am besten, wenn ich das Video ausgeschalten habe, damit es sich nicht allzu in die Länge zieht. Aber das Grundprinzip sollte rübergekommen sein. Und jetzt wünsche ich selber viel Spaß beim Matcha-Sieben und dass hoffentlich keine Matcha-Klumpen nachher beim Trinken vorzufinden sind. Guten Appetit!